Hallo liebe Lehrerinnen und Lehrer, heute ein Video zur Feinplanung. Ich habe schon, glaube ich, von 3 Personen ein E-Mail erhalten und die haben gebeten, dass ich mal zeige, wie ich feinplane, weil ich ja vor allem immer von langfristiger Planung spreche. Und ich habe heute das zusammengestellt mit vielen Tipps und es tut mir leid, dass ich hier in meinem Auto sitze. Es ist eine total unpassende Umgebung in dem Sinn, aber ich habe mich jetzt gerade bereit gefühlt, dieses Thema zusammenzustellen. Ich glaube, dass hier wirklich ein paar gute Tipps dabei sind. Und es geht wirklich darum, in praktisch 5 bis 10 Minuten nur eine Lektion geplant zu haben. Oder vielleicht sogar eine Doppellektion. Und das ist nur möglich, wenn man gewisse Grundlagen vorbereitet hat. Das heißt, man kann nicht grundsätzlich einfach über 2 bis 6 Monate immer 45 Minuten Lektionen in 5 bis 10 Minuten planen, wenn man nicht bereits weiß, was die Grobplanung ist, die langfristige Planung, wenn man das Material nicht schon zusammen hat und so weiter. Also diese 5 bis 10 Minuten, die man braucht, um eine Lektion zu planen, ist wirklich nur, wenn man alle andere Vorarbeit schon erledigt hat. Aber die helfen einem enorm, das dann effizient zu machen. Gut, also kurz meine Erfahrung und auch die klassischen Probleme, die ich hatte. Man versucht, das perfekte Material zu finden, und vergeudet so viel Zeit damit. Man versucht, den perfekten Unterrichtsablauf zu machen und hat dann stundenlang für das und plant plötzlich 3 bis 4 Stunden für eine 45-Minuten-Lektion, was natürlich total unrealistisch nachher im Alltag ist. Man versucht, den Ablauf so zu planen, dass alle Schüler im Gleichschritt gehen, was sowieso nie geht. Man wird immer unterschiedlich starke Schüler haben, von sehr schwach über mittelstark bis zu sehr starken, die euch davonrennen und plötzlich nicht mehr wisst, was ihr mit denen machen sollt. Und was auch so ein klassisches Problem ist, ist, dass man das Material, zum Beispiel, dass man viel für Spiele oder so, gerade für jüngere Lehrpersonen, die mit jüngeren Schülern arbeiten, dass man viel zu viel bastelt. Und da schon als erster Tipp, bastelt nicht alles selber. Lasst die Schüler möglichst viel basteln, wenn ihr eine Bastellehrperson seid. Ich bastle nicht so viel, aber wenn ich mal irgendwie wirklich Material brauche, dann überlege ich mir, wie kann ich das im Unterricht so einbauen, dass die Schüler möglichst viel davon schnipseln und vorbereiten, weil dann muss ich es nicht tun, sondern ich kann da auch gleich noch üben, mit den Schülern Anleitung zu geben. Okay, das ist auch eine Kompetenz. Zuhören und umsetzen, was eine vorgesetzte Person euch erklärt, zum Beispiel. Jetzt aus Sicht der Schülerin. Gut, aber das sind so die klassischen Probleme. Auch ich hatte meine Mühe. Wie gesagt, auch ich habe mir am Anfang überlegt, meinen Beruf hinzuschmeißen, weil ich überfordert war. Es war viel zu viel Unterrichtsvorbereitung und es geht darum, Wege zu finden, wie man effizient vorbereiten kann und sich so wirklich auf die wichtigen Dinge konzentrieren kann, wie die Schüler und das bisschen Material, das man hat, das Beste daraus zu machen. Ich beschreibe es jetzt mal so. Gut, also ich will anfangen. Meine ganzen Tipps hier. Tipp Nummer 1. Und das ist, wenn man die Planung beginnt. Sagen wir, du hast Sommerferien. Bei mir sind es immer 2 bis 3 Wochen. Aber vielleicht hast du jetzt gerade andere Ferien oder du hast nur ein Wochenende. Du übernimmst eine Stellvertretung oder sowas. Es geht darum, dir zu überlegen, wie viel Zeit habe ich, bevor der Unterricht beginnt. Und ich mache jetzt das Beispiel anhand mal von 1 bis 2 Wochen Sommerferien. Ich sage mir, gut, ich habe 2 Wochen Sommerferien, in denen ich vorbereiten will, von 5 Wochen Sommerferien. Und ich will in 2 Wochen möglichst viel vorbereiten. Das heißt, ich habe Montag bis Freitag 10 ganze Tage, also 20 Halbtage. Ich versuche persönlich immer so in Halbtagen zu rechnen, weil 1 bis 2 Stunden Fenster zu berechnen ist zu stressig und macht keinen Sinn. Also ich rechne in Halbtagen. Wenn du nur ein Wochenende Vorbereitung hast, weil der Unterricht am Montag beginnt, dann hast du also 2 Halbtage. Die Frage ist, willst du wirklich 2 Halbtage komplett durcharbeiten und am Montag schon kaputt sein? Vielleicht kannst du das, vielleicht hast du genug Ausgleich, aber sonst empfehle ich dir zum Beispiel, wenn du Samstag, Sonntag nur hast, 2 Halbtage, maximal 3 Halbtage zu rechnen mit Arbeit. Mit Halbtag meine ich irgendwie so zwischen 4 bis 6 Stunden Arbeit und dann dir auch noch Zeit zu nehmen für deine Freizeit, für Sport, für Familie, Freunde und so weiter, weil du brauchst Erholung, damit du wirklich dann Energie hast für den Unterricht. Und jetzt, wenn man sich überlegt, wie viel Zeitfenster habe ich, um vorzubereiten, dann mache ich eigentlich das Parkinson-Prinzip. Das Parkinson-Prinzip sagt, dass wenn ich mir eine begrenzte Ressource festlege, sprich Zeit,
dann realisiere ich, wie wenig Zeit das ich habe. Also werde ich viel effizienter arbeiten. So, und jetzt spreche ich schon viel zu lange wieder über einen Punkt. Aber es geht darum, dass ihr euch überlegt, wie viel Zeit habe ich insgesamt überhaupt, um vorzubereiten. Und dann nutze ich diese Zeit möglichst effizient und dann werde ich auch merken, aha, okay, gut, ich muss vorwärts machen. Ich kann mich nicht stundenlang in Feinplanung hineingeben und dann habe ich keine Zeit mehr am Schluss, wirklich, um längerfristig zu planen. Gut. Ich hoffe, der Punkt war deutlich und sonst, ich erwähne diesen Punkt auch in anderen Videos. Zweiter Punkt. Für die Feinplanung muss zuerst mal klar sein, und das ist die Grundlage, wann du was beurteilst. Letztendlich musst du Zeugnisse schreiben. Also, egal ob du über 6 Monate planst oder über 1 Monat oder 2 Monate oder sogar nur 2 Wochen, es muss klar sein, wann du eine Note setzt. Das ist für dich die Grundlage. Und gerade wenn du mehrere Fächer hast oder mehrere Noten für ein Fach setzen musst, teil das ein und fixiere den Termin und verschiebe den Termin, wenn es geht, nicht. Und beachte dabei auch Feiertage, schulische Anlässe, die das blockieren werden. Okay? Also die festlegen, weil die werden den Rahmen setzen für deinen Unterricht. Gut. Dann der dritte Teil, der dritte Tipp. Eine Grundlage ist das Material. Okay? Du willst Material haben, das dir den Unterricht egal ob für 2 Monate, für 6 Monate, du musst dein Material zusammenstellen und dabei nicht so perfektionistisch sein. Also such dir Material aus, das, mit dem du dich zufrieden geben kannst. Du wirst nie das perfekte Material finden, vielleicht schon mal, aber fang schon gar nicht damit an, selber Arbeitsblätter und so zu erstellen. Wenn du das tust und das für jede Lektion dann anfängst zu machen oder nur schon für einen Teil der Lektion, du wirst so viel Zeit vergeuden für das. Das kannst du dann machen, wenn du wirklich zu viel Zeit übrig hast. Aber sonst empfehle ich dir wirklich einfach Lehrmittel zu benutzen und dich auch mal mit einem Lehrmittel zufrieden zu geben, das vielleicht nur mittelgut ist. Und dann kannst du immer noch für das nächste Thema vielleicht ein besseres Lehrmittel finden. Und schau, dass du dieses Material mit den Lösungen bereit hast. Und der Grund ist, dass ich in meinem Unterricht einen Teil selbstorganisiertes Lernen habe. Das heißt, die Schüler arbeiten einen großen Teil, circa ein Drittel bis zur Hälfte der Zeit, selbstständig mit dem Material. Also müssen sie auch lernen, selbstständig zu korrigieren, selbstständig zu kontrollieren. Jetzt, das nimmt nicht heraus, dass ich als Lehrperson immer wieder ihre Unterlagen auch anschaue, ihnen Feedback gebe, Stichproben nehme und auch kontrolliere. Aber es geht darum, dass du mit den Schülern gemeinsam eine Haltung entwickelst, wo sie selbstständig arbeiten können und sie mit in die Verantwortung nimmst. Und klar, es wird immer Schüler geben, die abschreiben, egal ob von den Lösungen oder von den Mitschülern. Aber wenn du von Anfang an klar kommunizierst, ihr habt die Lösungen, vielleicht liegen sie in einem Ordner da auf dem Tisch oder so, vielleicht haben sie sogar eine Kopie bei sich. Aber es wird dann auch viel weniger den Anreiz geben, um überhaupt abzuschreiben, weil es ist ja, wenn man es einfach macht, weil es lustig ist und man nicht so viel zu tun hat, dann, wenn sowieso klar von Anfang an ist, dass die Lösungen da sind, dann ist es auch nicht so lustig als Schüler, einfach immer alles abzuschreiben. Aber das ist auch etwas, wo man eine gewisse Haltung mit den Schülern zusammen entwickeln muss. Genau, aber es geht darum, selbstorganisiertes Lernen. Ich habe auch schon ein, zwei Videos dazu gemacht. Ihr könnt die schauen, dann seht ihr ein bisschen hinter die Idee davon, warum man das so macht. Aber es geht darum, letztendlich die Schüler mit in die Verantwortung zu nehmen und mit ihnen es auch zu trainieren. Und das ist ja auch eine Fähigkeit, die man braucht, sich selbst zu kontrollieren, wenn man Lösungen hat zum Problem. Und dann muss man wirklich üben, seine Lösungen mit den richtigen Lösungen zu vergleichen. Aber natürlich musst du auch als Lehrperson immer ein Auge darauf haben und den Schülern das rückmelden, weil viele Schüler machen Korrekturen auch falsch. Das muss man auch mit ihnen üben. Genau. Gut, jetzt komme ich ein bisschen genauer zur Feinplanung. Es tut mir leid, dass das Video länger wird, aber ja, es ist ein wichtiges Thema. Gut, jetzt, es geht bei der Feinplanung darum, dass du gewisse Routinen entwickelst und diese Routinen über längere Zeit beibehältst. Über 3 Wochen, 6 Wochen, vielleicht sogar länger.
Und Routinen helfen dir, effizienter zu planen. Und Routinen helfen den Schülern, dich besser zu kennen als Lehrperson, sprich deine Abläufe zu kennen. Und du wirst merken, dass der Unterricht viel flüssiger läuft. Genau. Jetzt, ich bearbeite in meinem Unterricht, egal in welchem Fach, meistens ein Thema circa, ich sage mal, 3 bis 6 Wochen. Vielleicht auch nur 2 Wochen, vielleicht sogar mal 7 Wochen. Aber so plus, minus 3 bis 6 Wochen. Da arbeite ich an einem Thema. Und jetzt die Lernziele. Ich weiß, Lernziele, ich will nicht wie eine pädagogische Hochschule wirken, aber für mich müssen es nicht immer Lernziele sein, die Schüler können das und das, sondern für mich, ich setze einfach Ziele so als grob offenes, definiertes Wort. Ich setze circa pro Woche, also wenn ich einfach 3 bis 5 Lektionen habe die Woche, dann setze ich nicht für jede Lektion ein Ziel, schon gar nicht mehrere Ziele, das macht alles nur schlimmer, weil es zu viele Ziele sind. Ich versuche pro Woche 1 bis 2 Ziele zu setzen. Und das Ziel kann tatsächlich sein, die Schüler können das und das. Oder ein Ziel kann sein, einfach diese Seite oder dieses Arbeitsblatt, weil wenn ich Material habe, dann ist bereits ein Lernziel darin verpackt. Okay, ich muss nicht immer noch das Lernziel für mich definieren. Ich kann einfach für mich definieren, wenn ich weiß, während einem Monat habe ich dieses Packmaterial, dann teile ich das ein und dieser Teil vom Materialpack ist Woche 1, dann Woche 2, Woche 3, Woche 4 und am Schluss habe ich noch eine Pufferzeit. Okay, also einfach pro Woche circa 1 bis 2 Ziele zu setzen, dann habe ich einen Fokus, wie die Feinplanung aussehen soll. So. Und ich hab vorhin gerade noch erwähnt, immer eine gewisse Pufferzeit am Ende einer Themaphase zu haben, quasi. Wenn du 4 Wochen an einem Thema arbeitest, schau, dass du vielleicht noch 2 bis 4 Lektionen, vielleicht ist es eine ganze Woche, Pufferzeit hast, weil manchmal dauert es länger, manchmal geht es schneller. Dann hast du Zeit hier, um zu repetieren oder um schon bereits zum nächsten Thema zu gehen, obwohl ich das nicht so empfehle, weil du hast hier fixe Termine festgesetzt. Meistens zu repetieren oder auch mal etwas ganz anderes im Unterricht zu machen, das vielleicht nicht direkt mit dem Fach oder dem Thema zu tun hat. Aber das gibt ja ein bisschen Verschnaufpause. Eine gewisse Pufferlektion zwischen jedem Thema zu haben. Okay, jetzt komme ich zur effektiven Feinplanung. Wie schaffe ich es wirklich, eine Lektion in 5 bis 10 Minuten geplant zu haben? Nur mit all diesen Grundlagen, die ich bis jetzt erklärt habe. Und ich habe mir das gründlich überlegt und gemerkt, ich plane fast immer in 3 Schritten. That's it. Okay, Schritt 1 ist ein Input zu machen, irgendein Einstieg, ein Warm-up-Spiel, was auch immer, erkläre ich gleich warum. Oder wie die aussehen, meine ich. Dann Teil 2 ist irgendeine Form von Austausch. Und zwar unter den Schülern, immer zu 2, zu 3. Und dann noch im Plenum in der Klasse. Und Teil 3 ist eigentlich immer selbstorganisiertes Lernen bei mir, mit den Schülern. Das heißt für mich auch individuelles Lernen, wo sie in ihrem Tempo arbeiten können und ich auch Zeit habe, um auf Einzelne zuzugehen oder zu mir zu rufen und mit ihnen ihren Fortschritt anzuschauen. Gut, jetzt erkläre ich diese ganz kurz, wie ich es konkret mache. Der Input dauert bei mir meistens höchstens 5 bis 10 Minuten. Ich mache entweder eine offene Diskussionsfrage zu meinem Wochenziel oder zu dem Material, das ich bearbeiten will. Und diese offene Frage löst dann eine Diskussion aus. Und ich mache es wirklich fast immer so, dass ich immer die Schüler zuerst zu zweit oder zu dritt diskutieren lasse. Und das aktiviert alle Schüler. So sind alle aktiv, alle müssen diskutieren. Und alle wissen immer, und das ist auch eine Routine, die ich entwickelt habe, es kann sein, dass ich einfach Cold Calling mache, also irgendwelche Schüler spontan aufrufe. Das heißt, sie sind fast eigentlich gezwungen, dass sie wirklich über das Thema zumindest kurz sprechen müssen. Gut, also eine offene Frage. Dann das zweite, was ich oft mache, ist ein kurzes Video zu zeigen. Ich benutze wirklich oft YouTube. Es ist ja auch ein YouTube-Kanal. Also versuche ich einen Ausschnitt, vielleicht 2 bis 5 Minuten, irgendein Video zum Thema zu zeigen, wenn es passt. Manchmal benutze ich auch keine Videos. Dann, wir haben das Glück, iPads in der Schule zu haben. Da gibt es gewisse Themen wie zum Beispiel Grammatik,
Im Sprachunterricht, da benutze ich Kahoot oder Quizlet. Das sind zwei sehr coole, kostenlose Online-Webseiten oder Apps, wo man Quizzes mit den Schülern machen kann. Dann während 6 Monaten Unterricht benutze ich das vielleicht während 1 bis 2 Monaten, wie gesagt, für Grammatik oder sowas, aber auch nicht immer. Und der Punkt ist, dass ich zum Beispiel offene Frage oder Kurzvideo, manchmal mache ich auch Musik als Einstieg, lasse ich ein Lied laufen und versuche das irgendwie in Verbindung mit dem Thema zu bringen. Und ich versuche dann, eines dieser Dinge zu wählen und mache das dann wirklich mehrere sogar Wochen am Stück oder mehrere Lektionen am Stück. Ich versuche nicht jede Lektion etwas Neues zu machen. Das ist genau das, was einen dann stundenlang Arbeit kostet, sondern dich zu entscheiden für etwas dieser Dinge und das mehrmals gleich zu machen. Und dann wirst du viel effizienter sein. Gut. Also das mache ich konkret als Input, 5 bis 10 Minuten. Dann der zweite Teil meiner Feinplanung ist immer eine Form von Austausch. Also entweder mache ich fast immer eigentlich Think, Pair, Share. Also Think, ich sage den Schülern, das ist die Frage, die Einstiegsfrage zum Beispiel. Schreibt euch 2 bis 3 Sätze auf, ins Heft oder so. Schreibt euch auf. Pair, zu zweit, austauschen. Und Share, im Plenum, kurz austauschen und ich lasse die Schüler sprechen oder ich wähle Einzelne aus, die kurz etwas sagen sollen. Und ich versuche das auch immer zu wertschätzen. Oder vielleicht mache ich auch mal spontan eine Gruppenarbeit, so wie gestern. Wir haben Poetry Slam gemacht und ich habe sogar beides verbunden. Und ich meine, diese ganzen Phasen, die können sich auch überlappen. Ich mache das auch zum Teil ein bisschen so spontan. Wenn ich merke, okay, es könnte jetzt noch eine kleine Gruppenarbeit brauchen, habe ich tatsächlich gestern gemacht. Und die Schüler haben dann ihre Poetry Slams, die sie geschrieben hatten. Ich habe ihnen gezeigt, das sind die Kriterien. Und ich habe das kurz vorgemacht mit 2, 3 Schülern, wie ich das etwa bewerten würde mit den Kriterien. Und gesagt, jetzt geht ihr in 3er-, 4er-Gruppen kurz auf den Gang oder seid im Zimmer. Und ihr hört euch gegenseitig eure Poetry Slams, diese Gedichte, diese Rap-Gedichte. Und gebt euch anhand dieser Kriterien kurz ein Feedback. Und später tauschen wir uns auch wieder darüber aus, wie das ging. Also, einfach eine Form von Austausch. Und das ermöglicht mir als Lehrperson, alle Schüler zu aktivieren. Und es ermöglicht mir auch, ein bisschen Feedback zu generieren oder einfach ihnen eine Rückmeldung zu geben. Gut. Dann der dritte Teil, der Abschluss meines Unterrichts, ist fast immer selbstständige Arbeit. Und das kann mal 10 Minuten sein, es kann mal 20, vielleicht sogar 30 Minuten sein. Und das ist die Zeit, in der die Schüler an diesem Themenpaket, das ich von Anfang an zusammengestellt habe, arbeiten können. Und das ist so wichtig. Und deshalb, die selbst soll oder selbstständig organisiertes Lernen noch nicht kennen oder diese Videos noch nicht geschaut haben oder das nicht verstehen, ihr müsst unbedingt das Schauen gehen oder zumindest euch mit dem Thema auseinandersetzen. Und das ist das, was wirklich eigentlich meine Feinplanung so entspannt, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich mich immer darum kümmern muss, dass die Schwachen und die Starken hinterherhängen oder davonrennen, sondern die Schüler wissen, okay, etwa in einem Monat sollte ich etwa hier fertig sein und jeder kann in seinem Tempo arbeiten. Und klar, die Starken können da mal vorwärts machen, aber so, nachdem ich den Input und den Austausch in der Klasse gemacht habe zu einem Wochenziel, können die Schüler einfach an diesem Themenpaket arbeiten. Sie haben die Lösungen. Wenn es mal keine Lösungen gibt, weil sie Feedback brauchen wie Poetry Slam, dann gehe ich in dieser Zeit auf sie zu oder sie kommen mich Fragen stellen und habe dann kurz Zeit mit ihnen. Natürlich, es geht auch nicht immer auf, dass du für alle Zeit hast. Aber das geht auch bei den sonstigen Unterrichtsmodellen nicht. Du kannst einfach versuchen einzuteilen oder eine Liste zu haben und sicher zu gehen, dass du mit allen Schülern immer wieder Kontakt hast und da ihnen Feedback gibst zu ihrer Arbeit. Genau. Und was wirklich sehr wichtig bei dieser soll-selbstständig organisiertes Lernen-Phase ist Flüsterkultur. Und da musst du wirklich knallhart durchgreifen. Das hat jetzt mehr mit Unterrichtsregeln zu tun. Aber da musst du kultivieren, dass du den Schülern kommunizierst, so, jetzt ist eine Soll-Phase oder selbstständige Phase, es ist Flüsterton. Und wer sich nicht daran hält, die wissen von mir, bei uns heißt das negativer Eintrag, das heißt, ich notiere es mir, es geht an die Eltern und ja,
das ist ja Sozial- und Lernverhalten, das fließt letztendlich auch mit ins Zeugnis mit ein. Aber das ist so wichtig, dass man in dieser Phase das knallhart durchzieht, dass das Flüsterton eingehalten wird. Und es funktioniert bei mir meist für 10 bis 20 Minuten. Natürlich, ich muss immer wieder sagen, aber ich habe 27 Schüler, auch in einer Klasse, so wie gestern mit dem Poetry Slam, und es funktioniert wirklich, wenn ich es knallhart durchziehe mit der Regel des Flüstertons. Gut, ich weiß nicht genau, wie lange das Video geworden ist. Ich versuche zum Schluss zu kommen. Einfaches Abschluss. Sehr wichtig, Feedback, und das sagt dir auch die Hattie-Studie, und das ermöglicht dir auch, obwohl es selbstständig organisiertes Lernen ist, zu wissen, wo die Schüler etwas stehen. Also entweder eine Liste mit Schülern zu haben, die du regelmäßig durchgehst, oder alle zum Beispiel 2 Wochen einen Termin zu haben, wo du von den Schülern die Materialien verlangst und das kontrollierst oder Stichproben nimmst, damit du weißt, wo die Schüler stehen. Auch mir passiert es ab und zu, dass ich das wieder ein bisschen vernachlässige. Jetzt gerade in den letzten 2 Wochen hatte ich zu viel um die Ohren und jetzt muss ich mir wirklich vornehmen, diese oder nächste Woche spätestens wieder mal einen Überblick zu kriegen und in alle Schülermaterialien reinzuschauen, damit ich sehe, wo sie stehen und das auch rückmelde den Schülern. Weil dann weißt du, wo die Schüler stehen und die Schüler kriegen ein Feedback von dir, ob sie gemäß dem Zeitplan arbeiten können in diesem Themenpaket oder nicht und vorwärts machen müssen. Gut, ich schließe das Video ab mit einer Buchempfehlung. Und zwar nicht eine konkrete Buchempfehlung, sondern einfach zum Beispiel auf Amazon oder einfach einen meiner Büchenlinks zu benutzen, weil ihr mich dann unterstützen könnt. Weil mit jedem Link, den ihr benutzt und dann über Amazon ein Buch bestellt, erhalte ich eine winzige Provision. Ihr könnt das machen, wenn ihr wollt, ihr müsst nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr euch ein Buch kauft, um irgendwie effizienter zu arbeiten, sucht nach dem Begriff Pareto-Prinzip oder Parkinson-Prinzip. Das Parkinson-Prinzip habe ich am Anfang erwähnt. Oder das Pareto-Prinzip. Ich arbeite wirklich, alles, was ich gesagt habe, ist eigentlich Pareto-Prinzip. Mit möglichst wenig Aufwand einen möglichst großen Ertrag zu erzielen. Weil wenn du stundenlang Feinplanung betreibst, machst du genau das Gegenteil. Du machst stundenlang Feinplanung, du tust eine Stunde lang einen Unterrichtseinstieg planen, der nur 5 Minuten dauert und du hast einfach deine Zeit verschwendet. Und mit diesen offenen Diskussionsfragen, einem kurzen Video, einen kleinen Online-Quiz, das ich nicht immer selbst zusammenstellen muss, weil gerade in Grammatik, da sind schon ganz viele vorhanden. Die Schüler irgendwo abgeholt, sie sind irgendwie aktiviert und auch ein Gruppenaustausch mit einer kurzen offenen Diskussionsfrage kann gleich 5 bis 15 Minuten Unterricht gestalten und das ist auch toll, da kannst du wirklich interaktiv, einfach mit den Schülern in Kontakt kommen und bist wirklich an den Schülern dran und mir macht Unterricht so wirklich einfach Spaß, mit den Schülern zu diskutieren und auszutauschen. Und das ist, ermöglicht eben auch Beziehungen, und ich erkläre das ja in allen anderen Videos, Beziehung, das ist die halbe Miete, egal ob über den Unterrichtsstoff oder auch einfach mal zwischendurch mit den Schülern über was anderes als nur Unterricht zu quatschen, sondern auch ein bisschen mehr über sie persönlich und ihr nicht gleich Privatleben, aber was sie sonst im Leben interessiert, zu erfahren. Okay. So, ich bin fertig. Ich hoffe, das Video hat nicht irgendwie gestoppt oder so. Ich hoffe, das war okay. Ich hoffe, es war verständlich. Ja, ich wünsche euch ganz viel Erfolg beim Unterrichten. Wenn es nicht ganz klar war, wenn Punkte irgendwie undeutlich waren, bitte schreibt mir. Und dann kann ich vielleicht ein zweites Video machen oder dieses Video nochmal besser machen, was auch immer. Ich wünsche euch alles Gute. Genießt die Arbeit mit tollen Schülern. Tut eure Zeit gut einteilen, die Planungszeit. Schaut, dass ihr Freizeit habt, bleibt gesund, pflegt auch eure Familien und Freunde. Auch Freizeit muss ein bisschen eingeplant werden. Oder zumindest offene Zeitfenster für eure Freizeit. Und wenn ihr begrenzt, wie viel Zeit ihr habt, weil Zeit ist unsere wichtigste Ressource, dann werdet ihr auch merken, hey, ich kann da nicht einfach stundenlang rumlungern und Feinplanung verplempern, sondern ich muss in kürzester Zeit möglichst aus die Beine springen. Und ja, ein großer Teil des Lehreralltags ist auch einfach ein bisschen zu improvisieren. Okay, alles Gute, macht's gut, bis nächstes Mal, nächste Woche. Ciao.